Ich brauche einen dummen Teddybären, der Rest ist mir egal. Hallo, ich brauche Zeug. Kaufen. Nein. Kommen Sie wieder. Tag, kann ich helfen? Kaufen. Was willst du nun kaufen? Wofür ist der Hustensaft? Teddybär, vielen Dank. Nein. Ich weiß nicht, wofür der Hustensaft gut ist, aber ich kaufe ihn noch nicht. Tut mir leid, die Musik ist gut. Was sagt mein Inventar? Ich soll vielleicht nicht auf der Straße rumlaufen. Das sagt mein Inventar. Kaputte Maschine. Die kaputte Maschine brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht. Also Porma ist gegen den Bleistift. Komm, ich gehe nochmal zum Apfelkind und frag mal. Scheiß drauf, gib ihm das Geld. Möchtest du etwas Geld in meine Erfindung investieren? Ja. Hier. Na, das war jetzt sinnlos. Ich habe mir doch keinen Namen gegeben, aber du hast dich um meinen Meister gekümmert. Als Dank gebe ich dir dies. Bitte nimm es und sag nichts. 10 Millionen Euro. Ness erhält Empfangophon. Oh, ich stehe wohl im Weg. Schwupp. Lass mich raten, die 200 Euro waren Blödsinn. Es ging darum, ihnen was zu essen zu geben. Der Magenschmetterling entspannt Ness. Gut. Da, 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 da. Da, 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 da. Zu Street kommen wir noch nicht. One, two, Street. Ich hab's euch tausendmal erzählt, Mampf, Mampf. Ich werde mich Glücksologie nicht, Glycology. Achso, es ist eine Sekte. Nicht anschließen. Also wie Scientology. Nicht anschließen, Mom vom Kopf. Wenn ihr weiter nervt, beschwere mich. Bewerfe ich euch mit Erdnüssen. Mumpf, Mumpf, Mumpf. Erdnüsse. Ja, ich frage da gar nicht mal nach, was da los ist. Ich gehe weiter. Da, 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 da. Okay. Ich habe jetzt also eine Erfindung bekommen, die gegen Bleistifte hilft. Schön. Ich habe einen Teddybären dabei, der ab und zu mal Schläge abfängt. Nein! Frage. Wozu ist das? Das Empfangophon ist sicher ein Telefon einfach nur, ne? Empfangophon. Apple Kids Erfindung. Es kann so wichtige Mitteilungen empfangen. Waren die 200 Euro wirklich unnütz für ihn? Naja. Mit der Zeit bekomme ich ja wieder Geld. Ne? Ach, kommt doch. Kommt schon, was soll das denn hier? Du konfrontierst die mobile Saat? Ja, Hause weg. Tot. Yay. Na, wie ist etwas? Wow, maximale AP-Steigung 26. Gut. Sie sammelt weiter Pilze.
Ich kann jetzt hoffentlich da oben diesen dummen Bleistift loswerden. Warum steht da oben ein Bleistift rum? Warum fliegt da ein UFO? Ich weiß, was sie machen. Ich hau einfach weg. Kleines UFO voll, alle Laser ab. Alter! Fliegt ein kleines UFO lang. Kleines UFO wurde zerstört. Warum fliegen hier verdammte kleine UFOs lang? Warum stehen da metallene Bleistiftstatuen? Warum wird ein Mädchen von einem fetten Kind, das nicht Karpin ist, und einen Typen blau entführt? Warum verprügeln mich Polizisten? Warum werden kleine Kinder losgeschickt, um die Welt zu retten? Aus irgendeinem seltsamen Grund blockiert ein Bleistift deinen Weg. Ja, richtig. Aber, wo ist denn der Knopf jetzt? Sachen. Wir benutzen jetzt mal Suporma. Die Suporma sang oder anders Orange Kid. Nach Reed explodiert sie. Nichts benutzen. Scheiße. Alter, was soll das denn? Es sollte doch exakt dagegen helfen, oder nicht? Dumm UFOs. Ist es jetzt Spielstrecken oder ist das einfach nur Mist? Frage ich mich. Na. Da ist gerade geblitzt. Ich schätze mal, ich nehme doch immer Schaden. Medizin? Dann erholt sie von der Erkältung. Na, sehr schön. Sie? Heilung? Gut, aber ich habe mich nicht voll regeneriert. Zurück nach Orange Kid. Auch eine Art zu leveln. Ich habe gerade ein Problem. Ich sterbe. Habe ich irgendwas zu essen dabei? Nein. Ich habe gleich Nahtoderfahrungen, Freunde. Okay, hier kam ich durch. Jetzt machen. Hallo, hier ist Apple Kid. Mein neuester Findung ist gerade fertig geworden. Komm so schnell du kannst. Das Teil ist so cool. Bis dann. Krach, Tüt. Okay, ich komm vielleicht gleich vom Krankenhaus aus. Ich weiß es nicht. Mal kurze Kontrolle. Status. Level 16. Hilfe! Naja, immerhin hier, ne? Komm, wir schlafen einmal kurz. Da bin ich wieder oben auf. Das heißt, ich musste jetzt wahrscheinlich erst zu Apple Kid in 200 Euro geben für die blödsinnige Erfindung, die nur anhimmelt, und dann bekomme ich wahrscheinlich das Richtige jetzt gleich von Apple Kid. Versuchen wir es. Was haben wir zu verlieren außer Geld und unser Leben? Da, 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 da. Das müsste hier unten sein. Ah, warum ist der blau? Warum greift er mich an? Du triffst nerviger alter Partymann.
Okay. Auf, nerviger alter Partymann, ja. Nerviger alter Partymann beschwert sich über die Jugend von heute. Messkraft an. Partymann ist wieder normal. Naja, hat er eigentlich gesagt, dass in der Nachbarstadt alles jetzt sehr blau wird gerade? Ach, jetzt kommt ein dummer Schmetterling angeflogen, hä? Ja, wo ist er denn? Suchst du das sogenannte Genie AppleKid? Ja. Als ein echtes Genie sage ich dir, dass er im Gaunerpark auf dich wartet. Du bist ein Vollpfosten. Du tust mich nur Geld kosten. Okay, wo ist der Typ? AppleKid. Sieht er ihn? Ich sehe ihn nicht. Hinterm Haus, vorm Haus. Da ist er, Dicke. Wie der guckt. Ich fühle mich richtig schlapp, weil ich die ganze Nacht gearbeitet habe, aber endlich ist der Bleistiftradierer fertig. Diese Maschine wird alle bleistiftförmigen Dinge in einer Sekunde eliminieren. Sie ist sehr mächtig, benutze sie aber nie vor einem Schreibwarenladen. Hier, sie gehört dir. Das erhält den Bleistiftradierer. Wenn ich etwas Neues erfunden habe, rufe ich dich an. Maus, noch was zu sagen? Ich bin eine Maus. Mein Meister AppleKid hat auf dich gewartet. Während wir warteten, haben wir angefangen zu headbangen. Ja. Ich muss gehen. Da unten lang. Und jetzt nochmal auf zum Bleistift. Nein! Es ist... unauffälliger Einwohner, der aber irgendwie merkwürdig aussieht. Der hat wohl einen Schuss. Einwohner wurde freundlich und mitleiderregend. Du ziehst dich zurück. Ness Körper wird steif. Ness kann sich wieder bewegen. Einwohner greift dich an. Was geht da? Einwohner ist wieder normal. Ja. Yeah. Sieg! Ich glaube fast, die werden langsam alle bekloppt. Ich habe keinen Teddy mehr. Egal, ich gehe jetzt ohne Teddy dahin. Dicker Mann! Du bist ein dicker Mann. Du bist ein dummer Pilz. Du auch. Ich gehe Gegner aus dem Weg, das ist unglaublich. Wir sind wieder mal hier. Keine UFOs, keine Pilze, keine Pflanzen. Nur ein verseuchter Fluss. Und hoffentlich eine Erfindung, die hier mal auch was bringt. Na gut. Aus irgendeinem seltsamen Grund blockiert eine bleistiftförmige Statue deinen Weg. Wird der Bleistiftradierer helfen? Ness benutzt den Bleistiftradierer. Aus unauffälligen Gründen wurde der Bleistift ausradiert. Ich weiß, ich muss wahrscheinlich über die Brücke. Aber ich will gucken, was. Ah, ein UFO! Ach komm, mach mal's weg.
Reisefotos leicht und schnell. Ich bin ein Fotografiegenie, wenn man das so sagen darf. Okay, mach dir bereit für ein immerwährender Erinnerungsfoto. Tun, schau in die Kamera. Achtung, sag Gewürzgurken. Ketchup. Wow, was für ein großartiges Bild. Es wird dich für immer an diese Momente erinnern. Hallo, hier ist dein Vater. Du bist schon eine ganze Weile unterwegs. Es geht mich zwar nichts an, aber solltest du nicht mal eine Pause einlegen? Niemals. Ah, verstehe. Nun, es macht mich nicht sehr glücklich, aber ich verstehe, dass du die Rettung der Welt, dass die Rettung der Welt für dich Priorität hat. Klick, tut, tut, tut. Du musst noch ein Geschenk. Das UFO ist ja nur so. Nein, es ist nicht nur so da. Angriff steigt um 1. Aha. Das war jetzt kein so toller Aufstieg. Ich heile mich mal kurz. Na gut, wir haben eine Brücke. Wir gehen über die Brücke. Ein Geschenk, da ist eine Blume. Lästige Biester. Okay, komme ich hoch zu dem Geschenk. Was ist das denn? Kann ich so ein Ding aus Evangelion? Ah, scheiße. Ich hätte dich gerade drehen sollen. Ein Spinbotter. Spinbotter feuert einen Laser ab, der für ein nächtiges Ambiente sorgt. Es hat sich erkältet. Ja, Schuss. Laser. Schuss. Halt erstmal die Erkältung heilen. Das sieht mir auch so während des Laufens Zeug ab. Das Geschenk enthält einen Reiseanhänger. Rüsten. Tja, das Ding macht mal rein gar nichts, ne? Ich kann es in den Slot packen. Da ist ein Schmetterling. Ah, das ist ein dummes UFO. Nicht auf der rechten Seite weiter, aber das habe ich gesucht. Genau. Es öffnet das Geschenk. Drin ist eine Glückskappe. Kapsel. Was du dies tun? Was ist das? Da wird dein Glück. Nutzen. Lass trinken die Glückskapsel. Alter, und das ist aber gerade ziemlich eng, ne? Und die Bäume da bewegen sich. Und es ist windstill. Na, hab ich aber ein Glück. Ach. Ja, ich verzieh mich hier. Du bist ein normaler Baum? Willst du mir nichts Böses? Zwei UFOs, na toll. Leute, verdammt. Das sieht nicht gut aus für mich. Ich muss gucken, wo komme ich hier durch? Musste ich vielleicht auch nur ganz runtergehen? Hier ist aber nichts.
ist gar nichts. Dann gehe ich mal einfach hier weiter. Vielleicht komme ich da lang. Was bist du? Wie komme ich zu dir runter? Da schleicht ein Baum rum. Ich schätze mal, ich muss hier hin. Hallo Mann. Ich frage mich, wer die Brücke unpassierbar gemacht hat. Warum soll das jemand machen? Mist. Ich frage mich, warum hier UFOs rumfliegen und Killerroboter und Schmetterling. Hi Schmetterling, hallo.